Stylistin Janina Küpper hat genug von kalt und grau. Deshalb tankt sie heute gute Laune beim Frühjahrsgrünpflanzen-Shopping vor den Toren Hamburgs. Dieses Grün mag ich ja das ganze Jahr, aber was in diesem Frühjahr in Sachen Mode auf uns zukommt, das habe ich euch heute mitgebracht. Nämlich die Top 8 der angesagtesten Frühjahrstrends. Und damit ist die triste Jahreszeit offiziell beendet, denn was jetzt kommt, ist Sonnenschein und gute Laune zum Anziehen. Los geht's! Mit dabei Simon und Katharina. Die beiden sind seit 6 Jahren ein Paar. So. Dann sagt mal Tschüss zu eurer ollen Winterkleidung, denn es startet jetzt direkt mit Nummer 8 meiner heißesten Frühjahrstrends. Und das sind Oversized Jeans. Bei Katharina haben wir bei der Hose sogar direkt 2 Trends aufgegriffen, nämlich Cargo und weite Jeans. Und das auch noch in so einem frühlingshaften Grünton. Dazu ein Hemd, was aber auch aus einem leichteren Stoff ist. Darunter dann ein weißes T-Shirt, was ein bisschen enger anliegt, damit die Figur nicht verloren geht. Bei Simon haben wir erstmal ein klassisches Jeanshemd ausgewählt, dazu dann aber eine graue weite Jeans. Und das ist eigentlich auch der Trick. Also man muss entweder richtig auf Kontrast setzen, also Blau mit Grau zum Beispiel kombinieren. Oder wenn man alles in Blau möchte, dann sollte es schon wirklich genau der gleiche Blauton sein, sonst beißt sich das schnell. Weiter geht's mit Platz 7. Ein Trend, der dieses Frühjahr garantiert gute Laune macht, sind diese knallig farbenen Taschen. Knallig grün ist da besonders angesagt. Da habe ich eine Bauchtasche mitgebracht für Simon. Das ist nämlich echt eine coole Männertasche auch. Und die hier kostet 15 Euro. Für Katharina habe ich diese Halbmondtasche in Trendy Orange. Die gibt es für 40 Euro. Männer tragen die hippen Bags lässig über der Schulter oder quer über der Brust. In den Taschen hat Janina Platz Nummer 6 versteckt. Getönte Sonnenbrillen mit transparentem Rand. Im Frühjahr geht natürlich nichts ohne Sonnenbrille. Und das ist ein Trend, der ist aus den 2000ern zurück. Also hat man es vielleicht auch noch im Schrank liegen und muss nicht neu kaufen. Den Trend erkennt man daran, dass die Gläser recht schmal und eckig sind und so halb durchsichtig. Also nicht zu dunkel getönt und schön bunt. Die Brillen kosten jeweils 15 Euro. So, jetzt geht's ab nach draußen, denn es wird cool. Ein cooler Platz 5 der heißesten Frühlingstrends erwartet Janina vor dem Pflanzenparadies. Motorsport ist dieses Frühjahr angesagt. Aber keine Sorge, ihr müsst nicht Rennfahrer werden. Ihr müsst euch nur so eine lässige Bikerjacke, wie die beiden hier schon anhaben, zulegen. Gerne in so helleren Farben, dann ist es besonders frühlingshaft. Nicht unbedingt gleich wieder schwarz wählen. Und bei der Kombination stylingmäßig einfach darauf achten, mit engeren Klamotten zu kombinieren, damit die Proportionen schön ausgewogen sind. Katharinas Bikerjacke kostet 130 Euro und Simons Jacke aus Wildlederimitat gibt's für 37 Euro. Und jetzt geht's mit Vollgas in den Wilden Westen 2.0. Und zwar geht's um Fransen. Fransen sind gerade überall dran. Katharina hier hat ein schönes Fransenkleid an und da braucht man keine Accessoires mehr, weil das reicht schon. Die Fransen sind schon Star genug. Aber es gibt natürlich auch Accessoires mit Fransen dran, wie zum Beispiel den Schal, den ich hier trage. Oder auch diese schicke Tasche. Platz Nummer 3 der Frühlingstrends ist wieder für die Männer. Es sind Sneaker in Knallfarben. Simon hat hier rote ölifarbene Sneaker und dazu einfache Blue Jeans. Und an diesem Beispiel sieht man hier schon auch gut, dass man so ein schlichtes Outfit damit total gut aufwertend und spannend machen kann. Für Katharina habe ich natürlich auch noch einen Frühjahrsschuhtrend mitgebracht. Und das sind sogenannte Loafer mit einer dicken Plateausohle. Einmal reinschlüpfen, bitte. Damit klettert Katharina auf Platz 2 des Siegertreppchens der Frühlingstop 8. Solche Loafer sind der Schuhtrend überhaupt diese Saison. Und sie sind halt auch für diese Übergangszeit super praktisch. Ne? Sind schön warm, auch wenn es dann doch noch mal regnet. Und zu allem Möglichen zu stylen. Egal ob jetzt Röcke, Kleider, Hosen. Das funktioniert einfach mit allem. Die Loafer mit Plateausohle kosten 28 Euro und sehen auch mit warmen Socken super schick aus. Kommen wir zur Nummer 1 meiner Top 8 Frühjahrstrends. Transparente Mode wird dieses Frühjahr ganz groß geschrieben. Und zwar in allen Bereichen, also bei Oberteilen, bei Kleidern, bei Hosen, überall sieht man den Trend zurzeit. Es soll natürlich super sexy sein, aber nicht so nackig und man möchte ja auch nicht erfrieren. Es ist ja erst Frühjahr und noch nicht Sommer.
Und deswegen hat jetzt Katharina hier die Lösung an. Die Lösung lautet nämlich transparenter Strick. Und darunter ein schwarzes Bralett. Ne? Dadurch ist es sexy, aber angezogen und auch nicht zu kalt. Und einfach eine enge schwarze Hose dazu und dann ist der Look schon fertig und unsere Nummer 1. Das waren sie auch schon, meine Top 8 Trends fürs Frühjahr. Viel Spaß damit und bis bald.